Das ist die ISPO-Messe 2015. Und sowas. Um was es sich dabei genau handelt, seht ihr zum Ende. Thematisch passt es aber schon einmal perfekt zu dieser hippen Entdeckung. Tada, ein, was auch immer Dingens von Vorwerk? Wir sind hier am Stand von Superfeed. Ja. Das ist der Andy. Hallo, hallo. Und Andy wird mir jetzt eine maßangepasste... Eines Problem im Gehen ist, dass die Schuhe, die wir kaufen, innen drin haben sie so eine weiche Sohle und den Fuß dann sitzt auf einem flachen Boden. Und das gibt öfter Schmerzen, so wie Überbein, unter die Ferse, das kann wehtun, viele Blasen, weil der Fuß bewegt im Schuh. Andy verspricht mir in 15 Minuten gesündere Wanderfüße, dank temperaturverformbarer Stabilisierungsschale aus Carbon und einer anpassbaren Mittelsohle, die das natürliche Hohlgewölbe des Fußes intakt lässt. In unbelasteter Position werden meine Füße jetzt vermessen, fixiert und mittels Laser zum Unterschenkel, hoffentlich nur ausgerichtet. Falls mein Fuß gleich in James-Bond-Manier abgelasert wird, gibt es in der Gesundheitshalle bestimmt etwas, was den wieder nachwachsen lässt. Hoffe ich. Nachdem man dann einen Fitness-Drink getrunken hat, wachsen einen automatisch Fitbit-Armbänder. Und das ist die Fitbit Search. Hat die auch einen Preis gewonnen? Ja, die hat auch einen ISPO-Award. Die hat sogar einen ISPO-Award gewonnen und hält einen gesund. The number you have dialed has been changed. Schöne neue Outdoor-Welt. Fitnessarmbänder sprießen künftig allerorten an Wanderers Armen, in Backöfen warten Fersenschalen darauf, verklebt zu werden und Wandererfüße werden für Vakuumverfahren vorbereitet? Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal angewärmte Einlage an die Fußsohle gehalten und schon bin ich bereit für das, was mir einige Hallen weiter für die nächste Wintersaison angelegt wird. Das sieht im ersten Moment aus wie eine Käsereibe. Oder? Ja. Ein bisschen groß, aber gibt ja großen Käse. Aber das hier sind norwegische Schneeschuhe. Und haben insofern einen ganz anderen Ansatz. Andere Materialien, andere Form und... Ja, die Bindung, die ist insgesamt flexibler als bei den meisten. Bei den meisten Schneeschuhen ist das ja hier fest. Ah, he's ready. Okay. Oh yeah. Und ich probiere jetzt hier nicht den Teppich kaputt zu machen. Do you need your floor any longer? Yeah, a bit more. Also für die Messehalle ist es durchaus geeignet. Jetzt brauchen wir nur noch Schnee. Do you have a little bit of snow here? Während in München jetzt die restlichen Schneereste für mich zusammengekratzt werden, widmen wir uns norwegischer Phonetik und Bedeutung des Firmennamens. Fimbulvetr. So it actually means the great winter. Der Frühling steht vor der Tür und ich sehne mich nach Sonne. Aber, oh, wie schizophren, mit diesen Dingern will ich den nächsten Winter. Jetzt! Sofort! Die alten Wikinger glaubten also an das Phänomen Fimbulvetr, dem ewigen Winter am Ende der Zeiten. Erst heute hat man den wohl innovativsten und stilvollsten Schneeschuh für diese zugegebenermaßen düstere Utopie erfunden. Ab nächster Saison dann übrigens auch mit dieser ISPO-Neuheit, dem Fimbulvetr Hiker. Für etwas alpineres Gelände. Dann sind auch die Berge nicht mehr vor den Wikingern sicher. Der Wikinger musste sein Fleisch auf Schiffsreisen noch pökeln, um es zu konservieren. In Zeiten von Superfeed hingegen nimmt man dafür Bio-Vakuumbeutel. Der Küchenchef Andy empfiehlt heute gedünstete Fußpilze im Bratenschlauch. Wenn er jetzt abfällt, ja, dann hält er noch 3 Stunden frisch und ich kann in die Notaufnahme und alles ist gut. In diesem Beutel wird nun ein Vakuum aufgebaut, wodurch ein permanenter und unverwechselbarer Abdruck des Fußbettes auf der Einlage hinterlassen wird. Der Vorgang fühlt sich angenehm an und das Ganze sieht aus wie... So sieht das aus von den Würst im Supermarkt. Na lecker. Aber zurück zum Thema.
Linker und rechter Fuß unterscheiden sich zwar stets, der Vorgang bleibt für die zweite Einlage aber dennoch der gleiche. Deshalb bis zum Finale fix auf das Expresslaufband und mal kurz in eine andere Halle geschaut. Es wird jetzt gleich rasend schnell vorangehen und... Beim Fitnessarmband-Synchronmessen zwischen drei Modellen von zwei Herstellern sieht der Puls hingegen etwas lebendiger aus. Schwarz führt vor Rot. Blau, blau, blau ist nicht ablesbar. Schwarz, schwarz, schwarz. Rot pennt weiterhin. Ich sag Ihnen, das ist... Oh mein Gott, sie gleichen sich an. Schwarz und Rot gleichen sich an. Das ist Qualität, das sagte schon Loriot. Qualität ist einer wie der andere. Super, Schuss, Tor, ausgemessen. Das Spiel ist vorbei. Bye, bye. Jetzt aber mit Action in die Actionhalle. Schau mal, ein tolles Wandregal. Die Schraubenlöcher kann man gleich einen Winkel hinschrauben an die Wand und dann passt zum Beispiel die Spiegelreflexkamera drauf. Cool. Wir sind auf der Suche nach Wanderinnovation und ich habe was Leichtes gefunden. Ihr wandert den Berg hoch und dann stellt euch vor, kommt einfach mal mit. Dann nimmt er das hier, Huckepack, 7 Kilo, hoch auf den Berg und dann macht ihr sowas. Und so hüpfen wir jetzt weiter über die Messe. Tschüss, bis in 3 Stunden. Cool. Baumstamm werfender Schotte auf den Highland Games war gestern. Die Zukunft gehört dem Bastel-Highlander. Der Kopf von irgendwas muss aber trotzdem weiter dran glauben. Was bleibt, ist jedenfalls dieses gelebte Klischee. Aber du schneidest jetzt trotzdem sparsam ab. Ne? Ja, genau. Alle schon sparen. Und wieder einige Gramm weniger, die man mit sich rumtragen muss. Apropos Gramm. Für alle Gewichtsfetischisten gibt es hier einen Hauch von Textilie. Kaum mehr wahrnehmbar und kostet wahrscheinlich einen deutlich wahrnehmbaren Preis. Ich bin hier in der Textilhalle und das ist eigentlich das wahre Geheimnis der Outdoor-Szene. Die ganzen tollen, sündhaft teuren Textilien, die verbaut werden. Arc'teryx, 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 Arc'teryx. For which company you also work? Hagelhoff. For Hagelhoff. Also wir könnten auch hier Arc'teryx, Hagelhoff. Arc'teryx, Hagelhoff. Arc'teryx, Hagelhoff. Arc'teryx, Hagelhoff. Das können wir immer so weitermachen. Das sieht eigentlich aus, als wenn man bei einem Lagerverkauf für Brillenputztücher ist. Leute, ich habe einen diffusen Innovationsneuheiten-Kopfschmerz. Ich brauche eine Pause. Nur wo? Ich habe ihn gefunden. Den Raum der Stille, wo man nicht zugeballert wird mit neuen Produkten, mit den neuesten Innovationen. Das ist das weiße Rauschen auf der ISPO 2015 zwischen Lowa und Olaf. Und da hinten geht's zur dunklen Seite der Nacht. Saleva. Möge deine neue Fußsohle mit dir sein. Das nicht die Macht ist, sondern Superfeed. Tja, und wenn du keine perfekte Schuheinlage hast, musst du halt deinen Schuh schön saufen. Oder tragen. Lassen wir die Bilder auf uns wirken und lauschen zum Ende dieses Beitrages noch einmal Andy. Leonardo da Vinci hat einmal gesagt, dass ein Fuß ist ein Meisterwerk von Engineering. Und er hat recht. Jeder Fuß hat 28 Knochen, 33 Gelenke, 19 Muskeln und 112 Bänder.